Seid gegrüßt, Kinder von Midgard, und herzlich willkommen endlich wieder in meiner Sagenhalle. Schön, euch mal wieder hier zu begrüßen. Bevor ich euch zwei Geschichten um den Allvater erzählen werde, möchte ich euch nochmals für eure Unterstützung danken in den letzten Monaten. Es war einiges los bei mir und wahrlich nicht alles davon war schön. So musste ich unter anderem feststellen, dass irgendwelche Leute meine Videos kopiert und auf einigen rechten Blogs und Videoseiten hochgeladen haben. Meine Begeisterung darüber hält sich in Grenzen, wie ihr euch denken könnt. Und wirklich, dagegen machen kann ich nichts, weil selbst wenn ich die Leute veranlassen könnte, das Zeug wieder runterzunehmen, würden sie es ja auch schließlich wieder an irgendeiner anderen Stelle wieder hochladen. Ah. Das ärgert mich wirklich. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wer an Ario, Sophie und diesen ganzen Blödsinn glaubt, der ist offensichtlich auch blöd genug, Menschen zu unterstützen, die dagegen sind, indem sie deren Werke einfach weiterverbreiten. Tja, gegen Torheit ist halt kein Kraut gewachsen, nicht? Nun aber endlich zu etwas Erfreulichem. Ich habe euch zwei kleine Geschichten aus dem Raum Paderborn zu erzählen. Die erste dreht sich um die Entstehung des Paderflusses, welcher ein Ausläufer der Lippe ist. Die andere Geschichte bezieht sich auf die Lippe selbst und das sogenannte Odinsauge, das dort zu sehen ist. Also, setzt euch endlich wieder zu mir ans Herdfeuer, gönnt euch ein Horn voll Met und hört, was ich aus den Tiefen der Zeit zu berichten weiß. Allvater Wodan saß nachdenklich auf seinem Hochsitz. Er zürnte den Menschen, denn den Bewohnern Mittelgardens war nie etwas recht zu machen. Besonders beim Wetter nicht. Erst regnete es ihnen zu viel, dann zu wenig. Während Wodan über eine Lösung des Problems nachsann, stieß er versehentlich seinen Krug mit Äl um. Um dies vor seiner Gemahlin Freya zu verbergen, warf Wodan rasch ein Bärenfell darüber und sah, wie das Fell zuerst das Äl aufsaugte, bevor es kurz darauf in kleinen Rinnsalen herauslief. Dem vielklugen Allvater kam da der Einfall, im ganzen Land Flüsse und Seen zu verstreuen. So hätten die Menschen immer genug Wasser, so viel sie wollten, und wären endlich zufrieden. Den schönsten aller Brunnen erschuf Wodan dort, wo das Wasser heilende Wirkung hatte und aus mannigfachen Quellen hervorströmte. Nach diesem Urbrunnen wurde die Stätte Paderborn genannt, die Quelle des Flusses Pader. Eines Tages wanderte Wodan zur Einöde, welche heute Senne heißt. Nicht Baum, noch Strauch, noch Wasser war hier zu finden. Dort suchte er den Riesen Mimer auf, welcher bekannt war für seine große, allumfassende Weisheit. Wodan wollte von Mimer Wissen erwerben, doch der Riese wollte dies nicht einfach so hergeben. Zuerst bot der Allvater ihm alles Gold von Asgard an, doch Mimer sprach: »Kein Gold der Glanzgötter reicht mir zur Gabe. Behalte, Siegvater der Sonne, Tränen.« Darauf bot Wodan dem Riesen seine schönste Walküre namens Badushkina zur Frau. Doch wieder sprach der Riese: »Keines weißen Weibes Umarmung reicht zur Weisheit. Behalte, Raterfürst, die Reckenwählende.« Da stach sich Wodan mit seinem Speer ein Auge aus und hielt es dem Mimer entschlossen hin. Dieser war sichtlich beeindruckt und sprach: »So weit gehst du, Wallvater, Wissen und Macht zu erlangen. Recht verstehst du zu geben, so ich recht zu vergelten.«
Da warf Mimer das Auge mit Kraft in die Einöde der Senne. Dort bohrte sich das Auge in die Erde und an dieser Stelle entsprang eine Quelle. Um die Quelle herum wuchsen Bäume, Weiden und Büsche. Der vielweise Mimer riet Wodan, aus der Quelle zu trinken. Und als Allvater da einen Schluck nahm, wuchs ihm die Weisheit. Heute wird in Bad Lippspringe der blaueste Punkt des Flusses Lippe als Odins Auge bezeichnet.